Mein Name ist Daniel und ich studiere hier auf der FH Wien der WKW den Masterstudiengang Leadership im Tourismus. Ich habe immer schon im Tourismus gearbeitet, also immer in der Gastronomie und auch bei bestimmten Events mitgeholfen. Habe ich mir gedacht, warum studiere ich nicht auch gleich in diesem Feld? Dadurch, dass die Gruppen auf der FH wie Klassen eingeteilt sind, entsteht sowas, was man Klassengemeinschaft auch nennen würde, was einem einfach sehr hilft bei dem Studium halt die großen Hürden zu überwinden. Jetzt im Masterstudiengang, dadurch, dass der berufsbegleitend ist und immer nur 3 Tage die Woche, finden die Lehrveranstaltungen vor allem geblockt statt. Das ist sehr praktisch, weil man dann an einem Thema fokussiert ist, 3 Tage lang hintereinander und dann unter der Woche genug Zeit bleibt, um der Berufstätigkeit nachzugehen. Im Master lernen wir nicht nur die Theorie zu den verschiedenen Führungsstilen, sondern es werden auch wirklich unsere Leadership-Kompetenzen entwickelt. Und außerdem liegt der Fokus auch bei unserem innovativen Denken, dass das weitergebildet wird. Im Bachelorstudium habe ich die Spezialisierung Management touristischer Verkehrsträger gewählt und das hat mich dann auch sehr interessiert und deshalb werde ich nach meinem Master auch eine Managementposition in der Luftfahrtindustrie anstreben.